Mit dem Daumen nach Berlin. Thorsten und ich wollen früh los. Seine Mutter fährt uns zum Wunnenstein. Das ist die Autobahnraststätte zwischen Stuttgart und Heilbronn. Der Ort, von dem man überall hinkommt, ohne lang geplant haben zu müssen. Schon um 7 Uhr stehen wir auf dem Parkplatz und halten unsere selbstgebastelten Schilder mit der Aufschrift Nürnberg, Hof, Berlin den Autofahrern entgegen. Weil das aber nur der Zeit hilft zu vergehen, einigen wir uns schnell auf eine andere Taktik. Wir sprechen Fahrer an, die zu ihrem Auto zurückkehren. Manche haben hier nur schnell einen Kaffee getrunken, eine Zeitung gekauft oder sich frisch gemacht. Frisch fühle ich mich überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, ob dieser frühe Aufbruch wirklich nötig war. Meine schäbige Lederjacke hatte ich Pfingsten in Berlin auf dem Flohmarkt am Reichspeach-Ufer erworben. Sie riecht nach altem Leder und lässt mich früh schwitzen. Also ziehe ich sie wieder aus und trage mein lila geflecktes Hemd. Ein Paradiesvogel, dem das Geld für einen entspannten Flug fehlt. Thorsten und ich freuen uns auf ein Abenteuer und erinnern uns an zwei Mitschülerinnen, die vor ein paar Tagen in den weiten Westen eingetaucht sind. Venice Beach. Und wir werden in 5 Tagen Farbe in unser Bild vom europäisch-realsozialistischen Osten lassen. Darüber kreisen unsere Gespräche. Wir finden uns spannender als die beiden Frauen, die einen einfacheren, aber auch teureren Weg gewählt haben. Ich fühle mich zu einer von ihnen seit einer Beerdigung hingezogen und habe das Gefühl, mit niemandem darüber sprechen zu können. In diesem schwarzen Trauerkleidchen und ihrer weißen Bluse und der Sonne, die ihr durchs Haar blitzte, zeigte sie eine neue, junge und ernsthafte Seite von sich. Schweigend und ziemlich ergriffen von den Ereignissen gingen wir mit den Resten, die von unserer Mitschülerin noch übrig waren, zu ihrem allerletzten Aufenthaltsort. Es war keine Woche vergangen, seit sie direkt hinter dem Friedhof vor den Zug gesprungen war. Könnte man hier über den Bahndamm hinter den Bäumen schauen, würde man unsere Schule sehen. Unsere Mitschülerin war entgegen ihrer sonstigen Gewohnheiten nicht zu unserer Erdkundeklausur erschienen. Ihr Platz war leer geblieben, bevor sie dann um 8.04 Uhr den Zug nahm. Gegen Mittag fiel mir vor der Mathestunde eine andere Mitschülerin auf, die heftig geheult hatte und von einer Freundin getröstet werden musste. Ich ging davon aus, dass ihr Freund wohl die Beziehung beendet hatte. Bei denen wechselten die Beziehungen im Wochenrhythmus. Insofern fühlte ich mich dagegen immun, hinter den Tränen einen ernstzunehmenden Grund zu vermuten. Als dann aber nach der Mathestunde in der Mittagspause eine ganze Reihe von Mädchen heulend beieinander saß, da kamen mir Zweifel, ob die nun alle nur mit der einen mitweinen, deren Beziehung gerade zu Ende gegangen war. Irgendwie wäre das ja ein komischer Gedanke gewesen. Nun, ich machte mir dennoch keinen Reim aus all dem und verzehrte bei strahlend blauem Himmel und angenehmer Wärme draußen mein Mittagessen. Als ich dann gegen 17 Uhr zu Hause war und immer noch gut gelaunt mit unseren Katzenbabys gespielt habe, rief Kim mich an. Kim fragte mich, ob ich es schon erfahren habe. Nein, was denn? Anja ist tot. Ich konnte mit dem Namen Anja erstmal niemanden verbinden. Ich wusste nicht, wen Kim meinte, obwohl wir in der Theater AG alle gemeinsam auch mal bei Anja am Text gearbeitet haben. Also ließ ich Kim weiterreden. Sie erzählte mir von Anjas Selbstmord, soweit sie Details kannte. In meinem Gehirn hämmerte die Frage, welche Anja? Es konnte doch nicht sein, dass Kim sich auf jemanden bezieht, den wir beide zu kennen scheinen und ich keinen Zusammenhang herstellen kann. Kim sprach weiter. Sie war erstaunlich gefasst und sachlich. Sehr ernst, aber eher entrückt als traurig. Ich war froh, sie in meinem Freundeskreis zu haben und erinnerte mich an unser Kennenlernen. Sie war mit Silke und Karin auf Sohelas Faschingsparty vor 2 Jahren. Sohela war die Keyboarderin und Saxophonistin in unserer Band. Ich kam nach dieser Party mit Silke zusammen, die damals Schulsprecherin am Gymnasium war, während ich gerade auf der Realschule um eine gute mittlere Reihe verkämpfte. Doch das war alles lange her. Und an eine Anja erinnerte ich mich in diesem Zusammenhang nicht. Erst als Kim von der Theater AG sprach und wie es da wohl jetzt weitergehen würde, so ohne Anja, da wusste ich, wen sie meinte. Die Anja? Wieso? Noch eine Woche vor ihrem Tod hatte ich sie gefragt, ob sie nicht eine unserer jungen Katzen haben möchte. Sie wollte es sich überlegen und sollte mir nun diese Antwort auf ewig schuldig bleiben. Manchmal denkt man in solchen Momenten merkwürdig banal. Furchtbar. Während wir auf Leute warten, die uns mitnehmen können, zünde ich mir eine Zigarette an und erinnere mich an die Beerdigung. Die Mitschülerin und die Sonne, die ihr so gut stand,
den Abschiedsbrief, den der Pfarrer in der Kapelle vorlas, das Schulorchester, in dem Anja Geige gespielt hatte, und die schiefen Töne und das Schluchzen, weil immer ein vorbeifahrender Zug diese Kapelle vibrieren ließ. Ein ziemlicher Horror und das Gefühl von Verliebtsein hat mittlerweile nachgelassen. An diesem Morgen bin ich bereit, viel Neues an mich heranzulassen. Das Neue kommt in Gestalt eines Mitvierzigers auf uns zu, der mit seinen kurzen grauen Haaren noch immer sehr jugendlich wirkt. Er ist sehr freundlich, dennoch zügig und bestimmt und verspricht uns, bis kurz vor die Grenze zur DDR zu bringen. Im Auto möchte er wissen, ob wir ein Problem damit hätten, wenn er Musik laufen ließe. Mir ist das sehr recht. Ich will mich entspannen und bin heute nicht sehr gesprächig drauf. Bis jetzt. Denn es ertönen Klänge einer Sitar. Vorsichtig fragen wir nach, was das für Musik sei und welchen Bezug er zu ihr habe. Er antwortet uns. Er ist Therapeut und nennt Bhagwan sein großes Vorbild, weil der nämlich angeblich Folgendes mit therapiewilligen Paaren veranstaltet haben soll. Er soll zu seinen Patienten gesagt haben, sie mögen sich doch auf die Matte legen und erst einmal kräftig vögeln, um danach viel offener über die zu lösenden Probleme zu sprechen. Dieser Ansatz der Paartherapie leuchtet mir sofort ein. Das verstehe ich gut und finde diesen Typen sofort interessant. So geht es an diesem Morgen in einem silbernen Kleinwagen um Sex, Drogen und Musik. Ich frage ihn, ob er ein Problem darin sieht, etwa 3 Gramm unseres schwarzen und sehr harzigen Cannabisprodukts durch die DDR zu bringen. Seine Antwort: Ich bin mal mit 20 Gramm Koks von München nach Berlin mit der Mitfahrzentrale gefahren. Die Leute hatten ein kleines Kind in so einem Kindersitz hinten drin. Da habe ich einfach dem Kind das Koks unter die Windel geschoben. Ach, da gibt's kein Problem. Nur wenn ihr das Zeug wirklich mit in die Sowjetunion nehmen wollt, da würde ich von abraten. Ich glaube, die Russen verstehen da keinen Spaß. Weil wir uns so gut verstehen, rückt der Therapeut von seinem ursprünglichen Plan ab und bringt uns direkt an den Rasthof vor der Grenze. Mir schmeckt unsere Freiheit heute Morgen besonders gut. In Hof mit seinem Brückengasthaus verabschieden wir uns von ihm und müssen nicht lange warten. Eine sehr attraktive Studentin will zu ihrem Freund nach Berlin und hat keine Lust, alleine zu fahren. Sie nimmt uns mit und findet unser Reiseziel interessant. Sie gibt mir ihre Adresse, weil ich von ihrem Studienprojekt fasziniert bin. Sie studiert Wirtschaftswissenschaften und macht sich im Sommer 1989 Gedanken um die Konvertierbarkeit der sowjetischen Währung. Ihre Erklärungen mögen trocken erscheinen, doch ist sie ein Vorbote dessen, was in den Folgejahren geschehen wird. Ich will mehr wissen und erfahre von ökonomischen Strukturen, die nicht miteinander vereinbar seien. Ihre Diplomarbeit möchte ich lesen und verabrede mit ihr, den Kontakt aufzunehmen, wenn ich aus Russland zurück sein werde. In Berlin finden wir die Wohnung in der Schöneberger Hauptstraße sehr schnell. Wir müssen nur noch bei der älteren Schwester von Sohela anrufen, um ihren Freund zu seiner Wohnung zu bitten. Er braucht nicht lange und vor uns steht ein lässiger Berliner Freak. Etwas schluffig, offensichtlich Drogen erfahren und seine Freundin ist auch dabei. Was eine Erscheinung, eine dunkle Amazone mit tiefbraunen Augen, langen wilden Haaren. Sie ist schlank und sieht unfassbar gut aus. Sie passt sehr gut in diese Stadt. Beim ersten Blick bedauere ich, zu jung für sie zu sein und ahne, dass ihr schluffiger Freund nicht für immer ihr Freund bleiben wird. In der Wohnung fehlt eine Dusche und die Toilette ist einem langen, schlauchartigen Raum untergebracht, der von einer halbhohen Mauer begrenzt wird, hinter der sich wiederum eine Art Abstellraum befindet. Als das Paar geht, schauen Thorsten und ich uns erst einmal nur an. Wir sind beide völlig überwältigt von dieser Frau. Ja klar, wir hätten es gerne mit ihr aufgenommen und sind uns sicher, die gibt es kein zweites Mal auf der Welt. Und wieso eigentlich gibt es in unserer Muttersprache keine Worte für das Erhabene eines solchen Moments? Und um eine Frau wie diese zu beschreiben, ohne dass es sich anhört wie ein kitschiger Schlager. Ich will auch nicht von Reinheit sprechen oder einer begehrenswerten Versautheit. Was diese Frau umgibt, das ist eine Mischung aus Reife, Schönheit, Intelligenz und einem kühlen Charme. Und so wie diese Worte sich hier lesen, stimmen sie schon nicht mehr. Genauso profan wie ein Song von Pur. Jeder kennt solche Eindrücke und Gefühle und jeder kann das Lied sofort mitsingen. Nur, außer Hartmut Engler traut sich kein vernünftiger oder dichterisch begabter Mensch, solche Zeilen auch noch auf Papier oder schlimmer CD zu verewigen. Also sitzen wir in Berlin, in Schöneberg, und holen uns erst einmal eine türkische Falafel und ein paar Flaschen Schultheiß. Zurück in der Wohnung nehmen wir unser Mahl ein und freuen uns, wie gut unsere Reise hierher geklappt hat. Alles ist bis hierhin perfekt gelaufen. Wir verspüren noch Lust auf die laue Sommernacht im eingemauerten Berlin und beschließen, erst einmal kräftig einen durchzuziehen. Und ich fange an, die Tüte zu bauen. Die Handlung ist ritualisiert. Die Tüte wird immer fester gerollt und es krümelt auch nichts mehr daneben. Zur Feier unseres ersten Urlaubstages entflamme ich die Droge mit einem Streichholz.
Wir sitzen im Dunkeln auf merkwürdig zusammengeschobenen Matratzen und schauen aus dem Fenster auf die Straße. Berlin hat seinen ganz eigenen Klang. Auch heute Abend haben wir ein Problem mit diesem Zeug. Es zieht uns buchstäblich die Füße unter dem Boden weg und wir fallen in einen tiefen und bleischweren Schlaf.